Mit diesem Video möchten wir euch zeigen, wie praktische Nachbarschaftshilfe für Risikogruppen aussehen kann und welche Grundregeln ihr einhalten solltet. Oberstes Gebot ist zu jeder Zeit auf Hygiene und Abstand zu achten, um potenzielle Übertragungen des Coronavirus zu verhindern. Wir bitten euch, verantwortungsbewusst zu handeln und keine unnötigen Risiken einzugehen. Wenn ihr für Nachbarinnen oder Nachbarn in eurem Stadtteil, die einer Risikogruppe angehören, einkaufen wollt, Apothekengänge übernehmt oder den Hund ausführen würdet, könnt ihr euch ganz einfach online, telefonisch über die 0201 839 1490 oder per Mail an info@ehrenamtessen.de registrieren. Wichtig dabei: Um eure Identität zu verifizieren, müsst ihr uns eine Kopie eures Personalausweises zumailen. Bitte die Ausweisnummer oben rechts abkleben. Habt Verständnis, dass wir auf Sicherheit und den Schutz von Hilfesuchenden achten. Wer die Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich ebenfalls über die drei Wege Telefon, Mail, online bei uns melden. Ein Ausweis muss hier nicht vorgelegt werden. Wir fragen jeweils die wichtigsten Kontaktdaten und welche Unterstützung ihr leisten möchtet oder annehmen wollt ab. Grundsätzlich geben wir keine Kontaktdaten von registrierten Personen an Dritte heraus und verfahren nach unseren Datenschutzregeln. Wenn ihr als Ehrenamtliche oder auch Hilfesuchende registriert seid, schauen wir in eurem Stadtteil und den angegebenen Bedarfen nach passenden Kontakten. Findet sich ein passendes Match, erhält die Person mit Bedarf von uns die Kontaktdaten des Ehrenamtlichen und kann sich selbstständig bei ihm oder ihr melden. Die Initiative geht von der Hilfesuchenden aus. Gemeinsam besprechen beide Seiten das weitere Vorgehen, zum Beispiel ob ein Einkauf möglich ist oder ein Medikament abgeholt werden kann. Wichtig: Jeder Registrierte erhält mit seiner Anmeldebestätigung eine ID-Nummer, die verifiziert, dass er oder sie bei der Ehrenamtagentur erfasst ist.